Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ja, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Ich hoffe, ich sage es richtig rum. Ich bin mir nicht sicher, denn der Name ist so lange. Also, ja. Wir zocken weiter. Eine weitere Folge. In der letzten Folge haben wir gegen den Zehnschwänzigen gekämpft. Gebrüllte Zehnschwänzigen, ja. Mit der epischen und legendären Szene mit Neji und Hinata. Und Naruto, schaut gerne mal rein. Sehr, sehr nice. Allgemein sind wir jetzt hier erstmal durch, mehr oder weniger, mit Kakashi, Obito und so weiter mit drin. Naruto, zumindest in die Storyfight haben wir alles gesehen bisher und gemacht. Jetzt, Leute, geht's weiter mit dem Sasuke-Part. Ja, ich will gar nicht zu viel verraten, wir schauen einfach gleich rein. Taka fliegt wieder, Taka fliegt. Weg des Chin, oder Weg des Yin, besser gesagt. Ja, 8 Minuten soll das Ganze gehen. Ich bin gespannt. Bisher macht mir das sehr, sehr viel Spaß, das Ganze. Und ich hoffe, euch auch. Lasst dann gerne mal ein Like da, wenn euch das gefällt. Abonniert gerne diesen Channel, denn das supportet ihn sehr und das würde mich freuen. Vielen Dank schon mal an alle, die das gemacht haben. Sehr, sehr cool. Danke dafür. Ja, Leute, wir gehen einfach rein, oder? Wir gehen einfach rein und gucken mal, was passiert. Wir gucken mal, was passiert. Let's go, let's go. そこに実刑に一族を滅ぼされし少年内葉サスケの姿があった。ひととき、こそ安寧を過ごすも復讐の道を歩むため、少年は闇へと流れ、ついには兄内葉イタチを制するに至る。されど、 かの言動はすべてが虚実。真なる敵はこの葉にあった。か細き憎しみの種火はやがて第四次忍界大戦の大火へ。開かれた大戦の門。戦場へ向かうその最中、内葉サスケは予期せぬ姿を瞳に捉える。それは 現世によみがえりし兄の姿。時を経てわだかまりから解かれた二人はついに兄弟へと戻り、そしてなすべきことを成したイタチは光へ消えた。俺はお前をずっと愛している。 ただ一言、真実の言葉を弟に残して。 見つけた。水月、それに15か。探したよ、本当。で、今さらお前らが俺に何の用だ。わざわざ俺を探してまで。うん、それがそのすごい巻物をオロチマルのアジトで偶然見つけちゃってさ。見て見てみ。 すごいでしょ。これだ。すべてを知る人間。とりあえず会わなければならない奴ができた。誰？オロチマルだ。はあ？何言ってんの？オロチマルは君がぶっ倒したじゃん。あの渋い男のことだ。あれくらいで消え去るものか。15、そこの女を連れてきてくれ。 兜がさらっていたコノハのくの市だ。獣院にはオロチマルのチャクラが流し込まれている。それを逆に利用して奴を呼び出す。ちょっと待ってよ。オロチマルを復活させるなんて危険すぎるって。
Hey Leute, okay. Erster Kampf jetzt hier mit Sasuke oder Sasuke, Leute. Ich sag aber Sasuke. Oder was meint ihr? Sasuke oder Sasuke? Komm, ich sag Sasuke. Erster Kampf mit ihm. Ich bin gespannt, wie es wird. Ist noch gar nicht gespielt. Okay, wir direkt kassieren. Kassieren direkt. Okay, das ist das hier. Das ist das. Okay, gut. Ah, nice. Okay. Läuft gut. Läuft gut. Ey, läuft gut, oder nicht? Läuft gut. Was meint ihr? Kam jetzt gut rein, tatsächlich. Gut, damit hat jetzt nicht so viel Damage gemacht, wie ich gehofft hatte, aber ist okay. Ist okay. Oh, da wurde... Ey, Sasuke bisher sehr, sehr nice zu spielen, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Nach Naruto, glaube ich, der beste bisher. Guter Charakter, guter Charakter. Nein. Okay, jetzt können wir besser dodgen. Ah, wir haben ihn gleich schon. Aber wir nicht übermütig werden, Leute. Ihr habt es ja gesehen, ne? Wie schnell man hier verliert. Okay, wir sind jetzt schon fast RIP. Nice. Okay, aber wir haben ihn gleich schon. Perfekt. Nice. War's das schon? Nee. Jetzt. Okay. Kampf beginnt mit A. Okay. Nice. Okay, das war relativ chillig, Leute. Das war sehr, sehr chillig. Okay. Hat mir sehr gefallen, mit Sasuke zu spielen. Sasuke. ja, nice. Komm, lass reingehen. Lass weitermachen. オロチマル、あんたにやってもらいたいことがある。そんなこと、いちいち説明しなくてもいいわ。あの子の中で、ずっと見てたから。彼らに会ってどうするつもり？俺は、あまりに何も知らない。奴らにすべてを聞く。そんなことしなくてもいいじゃん。 君はまだ子供なんだから。そうじゃない。今はもう子供じゃない。子供ではいられない。そもそもの始まりは何だったのか。俺はどうあるべきであり、どう行動すべきなのか。全てを知り、自分で考え答えを出し、己の意思と目でなすべきことを見据えたい。 今のあなた、悪くないわね。いいわ。協力してあげる。ついてきなさい。場所はどこだ？<笑>あなたもよく知っている場所よ。さあ、行きましょう。 Hey Leute, das war Taka fliegt. Wir haben Kampfergebnis A bekommen. Das ist ganz okay, glaube ich. Ja, nice. Eigentlich, das war sehr, sehr chillig. Zum Reinkommen war es gut wieder. Okay, wir haben leider nichts bekommen an Bonus-Voraussetzungen. Aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Alles cool. Komm, wir gehen weiter. So, wo sind wir jetzt? Okay, wir haben das nächste freigeschaltet, neue Episode freigeschaltet, jetzt kannst du die alles wissen und spielen. Ja, das macht man natürlich auch, ne? Die Hokagen erscheinen.
Okay, Leute, da gehen wir direkt rein, oder? Da gehen wir direkt rein. Wir haben ja noch, wir sind gerade mal bei 10 Minuten, das passt, glaube ich. Komm, da gehen wir direkt rein. Let's go. Let's go, komm. Ich hab Bock, ich bin gehypt.敷風神、これを使い、敷風神の死神を己に憑依させ導き出す。そして死神に封印されているものを解放すれば。 準備なさい。あとは15。あなたのチャクラを使って、サスケから奴らを外に出しなさい。そうすれば、トビがサスケの感触につけていた舌が、そのチャクラに呼応して表へ出てくるはず。彼らは、あの4人を呼び出す生贄となってくれるわ。 江戸天聖の術。さあ、来るわよ。全てを知る者たち。先代のほかげたちが。 これが初代ほかげ。忍びの神と謳われた。 千住柱間の本物か。 これは一体どういうことだ。 我々を封印していた敷風神の術、 おそらくはそれを解いたのでしょう。 そしてその後江戸転生を。 初代様、 どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。 貴様、また江戸転生の術か。 わしの作った術をこうやすやすと。今回は少し事情がありましてね。彼のたっての希望で話し合いの場を設けたまでです。俺はウチハサスケ、あんたたち火影に聞きたいことがある。なんとサスケか。三代目、イタチになぜあんなことを。もう知っ ているようじゃな。あんたの口から聞いておきたい。イタチのすべてを。同胞を皆抹殺し、反乱を止め、それにつながる戦争を一人で食い止め、暁にスパイとして入り込んでまで里を守った。わしに、 お前を里で守ることを条件に出してな。やはり、そうか。初代ほかげ、あんたに聞く。里とは何だ。忍びとは、そもそも何なんだ。イタチは、兄は、 木の葉に利用されたにもかかわらず、命がけで里を守り、木の葉の忍びであることに誇りを抱いていった。己が死んでまで守ろうとする里とは、一体なんだ。こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何だ。あんたの言葉を聞いて、本当のことを知ってから、自分で答えを出したい。木の葉に復讐するのか、 それとも。木の葉へ復讐だと。それをこのわしが許すとでも。扉間。
Wakatta. Ja, sman, sman. Sate, Sato ni tsuite ka. Mochiron hamashite yatte mo yoi ga, chito nagaku naru zo. Iie, dekireba sakkyū ni kono ko no kikitai koto o hanashite agete kudasai. Dou iu koto ja? Ima wa sensou chuu desu. Uchiha Madara ga fukkatsu shi, kono yo no shinobi o kesu tsumori de ugoite imasu. Tashika ni. Koko kara niji no hokou, nani yara tsuyoi chakra o kanjiru. Nidaime sama no oshiaru tori, kyōretsu na chakra o kanjiru. Demo, sore igai ni mo ikutsu ka. Kore wa, sou ka, kono kanji. Naruto, お前も戦っているんだな。ならば話は後じゃ。マダラが復活したのならここでおとなしくしているわけにもいかん。いいえ、戦場へ向かいたいなら話を済ませてからです。サスケ君が納得しなければあなたたちを使って木の葉を潰すことになりかねませんよ。オロチマル貴様。オロチマルとやら心配するな。分かっておる。まずはその子を縛っておるわだかまりを解いてやる方を先としようぞ。さて、ではどこから話すべきかの。そうよの、まず里と忍びについて語るには内派と千住、マダラと俺についてからだの。激闘に続く激闘。マダラも俺ももはや限界が近く、互いに最後の激突が近いことを悟っていた。Hey Leute. Okay. Ist fast wie so eine Reaction-Video, oder? Wir gucken einfach eine Folge in der Route, wie schon gesagt, in den anderen Folgen. Diesmal sehr, sehr lange. Aber wie gesagt, feiere ich mega, ne? Ich hoffe, ihr auch, dass wir, ja, ein bisschen längere Cutscenes gucken. Aber die sind auch sehr nice gemacht, wie gesagt, ne? Also, vernichte Madara, okay. Geheimtechnik nicht einsetzbar. Okay, Leute. Okay. Den Kampf haben wir schon gesehen, ne? Den Kampf haben wir ja schon gesehen am Anfang. Mehr oder weniger. Also, wir sind back. Ich bin selber wieder verwundert aktuell, wie viel ich wieder vergessen habe von Naruto tatsächlich und wie viel ich dann wieder durch den Game checke. Das ist mega nice gemacht, finde ich. Cool, finde ich cool, wieder reinzukommen. Ich hoffe, ja, es ist bei euch ähnlich. Ich weiß, bei mir ist es vielleicht ein bisschen länger her. Es bei euch, weiß ich nicht. Könnt ihr mal schreiben, wie lange es bei euch her ist. Bei mir war es halt so, ich habe Naruto echt gerne geguckt, wie gesagt, Naruto Shippuden auch, aber nach Naruto Shippuden und Naruto ist halt ewig her bei mir, habe ich halt nicht mehr geguckt. Nur immer so ein paar Szenen, ne, hier und da, aber Naruto Shippuden habe ich dann gar nicht mehr geguckt. Ich habe das Ende geschaut und dann nie wieder angerührt. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht mag oder so, oder nicht feier, ganz im Gegenteil, aber man kann halt nicht jeden Anime immer... Okay, warte. Jetzt nicht verlieren. Man kann nicht jeden Anime rauf und runter gucken. Ne? Ich gucke so viele Anime-Serien. Und natürlich hat man seine Mains, die man immer wieder guckt. Aber man kann sich nicht alles merken, Leute. Ne? Also wenn ich hier mal was Falsches sage, hoffe ich, dass ihr das versteht. Ich versuche mich zu korrigieren. Oder korrigiert mich gerne in den Kommentaren, wenn das passieren sollte. Nur das schon mal gesagt, ne? Hier nochmal. Na, okay, wir verlieren, glaube ich, so ein bisschen gerade. Aber wir können ja Wache machen, das ist gut. Kurz mal chillen. Nein, okay, er lässt uns nicht. Perfekt, okay, wir werden verlieren. Ja, wir werden verlieren. Leider, wir können jetzt. Nee.
Okay, wir haben schon oder was? Ah, okay, habe ich jetzt nicht gecheckt. Ah, okay, dumm. Dumm. Aber egal. Vielleicht gewinnen wir noch, ich glaube nicht, aber... Nee, gut, egal. Ja, wie gesagt, Leute, ne? Aber ich finde es sehr, sehr cool, jetzt wieder reinzukommen, gemeinsam mit euch in der Story, weil die, wie gesagt, erwähne ich ja schon sehr oft, weil das hier sehr, sehr cool erzählt wird. Also die Erzählstruktur ist sehr, sehr nice, ne, finde ich, tatsächlich. So, erst haben wir das mit Obito gesehen, Kakashi und so, und jetzt den Weg oder die Story mit Sasuke und so, also... Bin ich eigentlich Fan von, dass das so gemacht ist. Finde ich sehr nice. Okay, wir haben noch eine Chance, Leute. Da sollte es reichen. Und auch nochmal gesagt, hier, Leute, das Kampfergebnis ist mir völlig egal, ne? Ich habe hier keine Ambitionen, hier krass zu sein in dem Game. Natürlich versuche ich mein Bestes, immer. So ist es nicht, aber wenn es jetzt nicht reicht, ist okay, ne? Ist okay. Hauptsache, wir schaffen es am Ende. Und das sieht doch gut aus, dass wir es jetzt schaffen. Gegen Madara zu gewinnen. Okay. Manche Gegner sind halt sehr stark, ne? Manche sind sehr einfach. Gerade mit Sasuke war sehr chillig. Hier ist wieder ein bisschen schwieriger. Kampfergebnis C, okay. Naja. Geht so. Okay, Sieger, wir haben gewonnen. Nice. GG.決めた。今を見守るために耐え忍ぶ覚悟だ。今マダラがどう復活したのかは分からぬが、俺は確実に友を殺した。里のために。そう、里とは始まりにマダラと俺が望んだ里とは一族と一族をつなげるものだった。 秩序から秩序を形作り、それを保つための大切な要だった。子供たちを守り、無駄な争いを避け、平和を実現するものだった。だがお前の兄、イタチが背負ったような闇を生み出してしまった。マダラの言ったことは正しかったのかもしれん。この状況を見据えていたのかもしれん。 この状況を作り上げてしまった忍びとは俺だ。そしてそれを良しとした忍びも俺でしかない。そして思う、忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ何を目標に置くのかで忍びも変わる。俺とマダラのように。 耐え忍ぶもの、目標を叶えるために。俺にとってそれが里作りだった。だが
バダラは別のものを見つけたようだ。さっきオロチマルとやらが言ったマダラが復活しこの世の忍びを消すつもりとは具体的にどのようなものかは分からぬが、無限つくよみ、里も忍びも国も民も関係ない。ただ全てを現実にはめ己の思い通りに操ることだ。俺の兄があんたたちが守ろうとしてきた全てのものを無にするものだ。ならばなおさらここにとどまっているわけにはいかん。果たして初代火影の話を聞いてあなたの考えはどうなったかしら。やはり刃を木の葉に向けるのか、それとも。許せサスケ、俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を母を内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。俺は戦場に行く。この里をイタチを無にはさせん。決まりだ。では早速向かうとしようぞ。それがあなたの選んだ道というわけね。では見せてもらおうじゃない。ウチハサスケ、あなたが起こす新しき風を。Okay, Leute, okay, alle, die alles wissen, C haben wir bekommen, also Rank C, nice. Hyokagen erscheinen, naja, war jetzt sehr viel Story, aber war cool. War auch wichtig auch, wichtig. Ja, guck mal, was wir bekommen haben, gleich an neue Episoden. Das haben wir bekommen mit einem Ninjutsu, dreimal treffen, okay. Ja, nice, ich werde nicht alles vorlesen, Leute, ihr seht es ja selber, ne? Okay. Zwei weitere haben wir freigeschaltet. Neue Episode freigeschaltet. Jetzt kannst du der Pfad der Trennung spielen. Neue Episode freigeschaltet. Jetzt kannst du zum Schlachtfeld spielen. Also wir sehen schon, Leute, die Storys, ne? Der beiden fühlen jetzt so miteinander hinaus. Also von Sasuke und Naruto. Und jetzt haben wir das hier. Träume und Koexistenz. Das ist ganz nice. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an mit dem hier, mit dem Finale. Die Macht der Attacker. Leute, ich glaube, das wird nice. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Dann haben wir zwei coole Episoden, die wir uns reinziehen können. Ja, das passt perfekt, glaube ich. Und in diesem Sinne, Leute, sage ich danke fürs Dabeisein. Danke fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Abonnieren. Das ist sehr, sehr nett. Und ja. Hoffentlich dann bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Macht's gut und ciao. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.